Veränderungen in der Branche haben auch ihren Einfluss aufs Stromnetz. Einen sehr großen und einen sehr wesentlichen Einfluss, der dazu führt, dass sich die Verteilnetzbetreiber, aber vor allem auch Swissgrid, Gedanken machen muss, wie die Netzplanung der nächsten Jahre auszusehen hat. Swissgrid hat vor rund 14 Tagen ihre Vorstellungen vom Übertragungsnetz der Zukunft präsentiert, und zwar in Form des Berichtes Strategisches Netz 2025. Wir wollen uns nun bis zum Mittag diesen Bericht, den darin enthaltenen Szenarien, Überlegungen und vor allem den Ergebnissen widmen. Und bevor wir uns diesen Bericht noch im Detail vorstellen lassen, möchte ich Sie gleich noch einmal auffordern und einladen, zu partizipieren, und zwar ein erstes Mal in Form einer TED-Abstimmung. Ich hoffe, Sie hatten bereits Gelegenheit, sich einzuloggen auf unserem Group Consulter-Instrument und konnten dort unter der Rubrik TED-Abstimmungen mal reingehen. Und ich würde bitten, dass wir nun unsere erste TED-Abstimmung einblenden und dann auch gleich durchführen. Ich habe es gesagt, Swissgrid hat Pläne für die nächsten 10 Jahre, was die Entwicklung, den Ausbau des Übertragungsnetzes angeht. Und wir möchten als erstes von Ihnen eine Einschätzung kriegen, wie realistisch Sie die Umsetzung dieser Pläne einschätzen. Wie viel Prozent des strategischen Netzes 2025, wie es durch Swissgrid vorgeschlagen wird, wird nach Ihrer Meinung in den nächsten 10 Jahren gebaut sein? Wenn Sie der Meinung sind, das ist ein Viertel des geplanten Netzes, dann wäre das die Antwort 1, zwischen einem Viertel und der Hälfte die Antwort 2, Hälfte und drei Viertel des Netzes wäre die Antwort 3, und wenn Sie zu den ganz großen Optimisten gehören und sagen, na, das kriegen wir hin, das werden zwischen 3/4 und 100% des Netzes sein, dann wäre das die Antwort 4. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Stimme abzugeben. Noch 3, 2, 1, und dann schließen wir die Abstimmung und haben auch schon das Resultat. Rund ein Drittel von Ihnen glaubt, dass wir 1/4 des Netzes bauen werden. Rund knapp die Hälfte, nicht ganz, 42%, denkt, dass wir auch ungefähr zwischen 1/4 und der Hälfte des Netzes bauen werden, 21% glauben, dass es sogar etwas mehr sein wird, und dann gibt es 2,1%, die glauben, das kriegen wir hin, 100% oder zwischen 3/4 und 100% des Netzes wird gebaut sein. Wir wollen nun mal hören, was denn gebaut werden soll. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei dieser Abstimmung. Wir werden am Schluss der Tagung die gleiche Frage noch einmal stellen und schauen, ob sich bis dann Ihre Einschätzung der Dinge verändert hat oder ob Sie vielleicht eher pessimistisch oder eher optimistischer geworden sind. Wer uns nun oder diesen Bericht uns nun vorstellen wird, Matthias Schmid. Matthias Schmid ist der Leiter System Design bei Swissgrid und damit verantwortlich für die Netzplanung bei Swissgrid. Er ist der Leiter des Teams, das wesentlich an diesem Bericht gearbeitet hat, Szenarien entwickelt hat, Szenarien gerechnet hat. Und Matthias Schmid wird uns nun einführen in diesen Bericht und die Ergebnisse des Berichtes vorstellen. Bitte, Matthias. Vielen Dank. Also mein Chef hat 100% gestimmt. Ich nehme diese Präsentation auch als Motivation, damit vielleicht danach nochmals eine neue Abstimmung gemacht wird mit höheren Quoten.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, heute das strategische Netz 2025 zu präsentieren. Den inhaltlichen Ablauf der Präsentation habe ich gestaltet, wie die Netzplanung durchgeführt worden ist im Team. Wir hatten ungefähr ein Jahr als Matrix-Organisation, was sehr gut geklappt hat. Also wir beginnen mit den Szenarien, dann die darauf basierenden Marktsimulationen, Netzsimulationen, die Projektbewertung und zum Schluss das Projekt, das Netz 2025, das wir brauchen in den nächsten 10 Jahren. Also Sie werden jetzt wie in einem Zeitraffer nochmals diese Planung durchleben mit allen Leiden und Freuden eines Netzplaners. Die Ausgangslage, was ist die Motivation und der Grund, weshalb wir jetzt diese neue strategische Netzplanung durchgeführt haben? Als wichtigster Grund ist sicher die aktuelle Situation im heutigen Netz. Man kann von rund 25% sämtlicher Leitung sprechen, die man als strukturellen Engpass benennen kann. Diese werden heute durch nationalen Redispatch, durch topologische Maßnahmen, aber auch durch teure Redispatch-Maßnahmen international beherrscht. Diese Netzengpässe, die wir heute schon identifizieren, die werden in Zukunft, in naher Zukunft noch massiv zunehmen. Denkt man nur an die geplanten und sich im Bau befindenden Kraftwerke im Alpenraum. Also ein Kraftwerk à la Nonnendrance mit 900 Megawatt. Das entspricht von der Leistung der doppelten Verbrauchs der Stadt Zürich. Also wir bauen dort zweimal die Stadt Zürich in einem Netz, was heute nicht stark ausgebaut ist. Der weitere Grund für die Netzplanung ist die Überführung der Assets an die Swissgrid. Also wir haben rechtlich eine Verpflichtung, Mehrjahrespläne zu definieren. Und wir haben auch die Chance, jetzt aus einer Gesamtsicht Schweiz mit dem Ausland und den Kunden, die direkt am Übertragungsnetz angeschlossen sind, diese Planung durchzuführen. Ein weiterer wichtiger Grund ist die Energiestrategie. Wir haben noch bis vor Fukushima mit Ersatzkernkraftwerken gerechnet, mit 1600 Megawatt pro Block in Beznau, Gösgen, Beznau. Und das hat natürlich einen großen Wechsel gebracht in der aktuellen Netzplanung. Nicht zuletzt ist auch die europäische Netzplanung ein wichtiger Treiber für unsere strategische Netzplanung. Wir haben dort die Koordination über die Landesgrenzen. Das Gute momentan ist, wir haben mit dem strategischen Netz 2025 einen Plan, mit dem wir jetzt im europäischen Kontext unsere Verbindungen und Projekte eingeben können. Dort haben wir 2016 eine nächste Veröffentlichung des europäischen Netzplanes. Also diese zeitliche Verzahnung ist optimal gelungen. An dieser Stelle würde ich auch gerne betonen, dass wir da keinen Eigennutz betreiben. Das Übertragungsnetz ist zwar sicher das wichtige Rückgrat für die Versorgungssicherheit, aber nur zusammen mit dem Verteilnetz und den Kraftwerken können wir die Versorgungssicherheit der Schweiz gewährleisten. Zu diesem Punkt haben wir seit 2012 sogenannte regionale Konferenzen installiert, wo wir alle Kunden am Übertragungsnetz befragen und periodisch Sitzungen abhalten, damit wir diese Bedürfnisse seitens Verteilnetzbetreiber und Kraftwerksbetreiber berücksichtigen können. Kommen wir zum ersten Schritt der Netzplanung, die Szenarien, die Basis für die künftigen Netzentwicklungen. Wir haben einen Szenarientrichter aufgespannt für den Zeithorizont 2025, die Kernszenarien On-Track und Slow Progress, die wir ins Jahr 2035 weiterentwickelt haben. Die Kernszenarien wurden flankiert mit zwei weiteren Randszenarien, das Szenario Sun, welches von der Umweltallianz entwickelt worden ist, mit sehr hohem Photovoltaikanteil,
und das Stagnancy-Szenario, wo man davon ausgeht, dass die wirtschaftliche Entwicklung eher stagniert oder sogar negativ sich entwickeln wird. Für uns war wichtig, dass wir für den Zeithorizont 2025 keine zu große Unsicherheiten einbauen. Das heißt, wir haben wirklich die Haupttreiber berücksichtigt, die heute schon im Bau sind und gesichert dann auch in 10 Jahren am Netz angeschlossen sind. Entschuldigung. Auf den nächsten Folien sind die Annahmen, die wir getroffen haben für die Schweiz, betreffend Kraftwerksmix und Kapazitäten. Ich würde hier nicht ins Detail gehen, all diese Daten sind auch im technischen Bericht aufgeführt. Ein Punkt scheint mir aber wichtig zu sein, das sind die für die Marktsimulation sehr wichtigen Angaben, das ist der sogenannte NTC-Wert, das ist die Kapazität, der im Markt dann in der Zukunft genutzt werden kann. Das steht hier unter Net Transfer Capacities. Und Sie sehen, dass wir heute Richtung Italien, zwischen der Schweiz und Italien, 4.240 Megawatt geben an möglichen kommerziellen Austausch. Und für das Szenario 2025 im Slow Progress haben wir nur eine sehr minimalen Erhöhung angesetzt um 200 Megawatt. Damit haben wir eigentlich auch gewährleistet, dass es keine zusätzlichen Transite ermöglicht mit diesem Szenario. Beim On-Track haben wir dann noch eine gewisse Sensitivitätsanalyse gemacht, indem wir diesen Wert zwischen der Schweiz und Italien erhöht haben. NTC-Wert ist einfach diese Randbedingung, in der sich der Markt dann bewegen kann für die Marktsimulation. Das habe ich vorhin schon gesagt, beim Sun-Szenario haben wir für die Photovoltaik einen sehr hohen Wert von 16 Gigawatt. Ansonsten würde ich jetzt zu den Simulationsergebnissen kommen, die aus dem Marktsimulationstool generiert worden sind. Hier sehen Sie die Produktionsfahrpläne für das Szenario Slow Progress 2025, wo wir noch einen Kernkraftwerksanteil haben mit Gösgen und Leibstadt. Das sind wöchentliche Energiewerte aufsummiert. Man sieht eigentlich wie heute einen Überhang an Produktion in den Sommermonaten, wo die Produktion höher ist als der Landesverbrauch, und in den Wintermonaten mit einem Manko gegenüber dem Landesverbrauch, das sich dann als Import wieder zeigt. Netto über das ganze Jahr ist es ein minimaler Importbedarf. Im Vergleich dazu die gleiche Darstellung für das Szenario Sun mit dem kompletten Ausstieg der Kernkraftwerke und einem sehr hohen Anteil der Photovoltaik, natürlich im Sommer vor allem, mit dem hohen Exportüberschuss aus der Schweiz. Man sieht auch bei diesem Szenario Sun, dass die Pumpspeicher höher eingesetzt werden. Es ist diese graue Grafik mit den Negativwerten. Das sind die Pumpeinsatzstunden pro Woche. Auch erwähnenswert ist, dass wir mit diesem Szenario trotz den hohen Photovoltaiks keine Energie abregeln mussten. Also der Markt hat immer noch irgendwo einen Kunde gefunden, sei es bei den Pumpspeichern oder dann auch im Export. Vom Markt her gab es keine Abregelung. Der nächste Schritt in der Netzplanung ist die Netzsimulation, die eigentliche Netzentwicklung. Und da haben wir diesen Prozess entwickelt, auch mit der ENSOE, der Europäischen Vereinigung der Übertragungsnetzbetreiber, abgestimmt. Da sehen Sie, wie man von links vom Startnetz über diesen Prozess zum technisch notwendigen Netz kommt, wie es unten rechts dargestellt ist. Und starten haben wir mit dem sogenannten Startnetz 2015. Dieses Netz sehen Sie hier. Auffällig viele Unterwerke, die wir hier bauen oder instand setzen.
Gleichzeitig haben wir auch im Startnetz natürlich die Anwendung von Lind-Limmern berücksichtigt. Diese Leitung ist gebaut zwischen Schwanden und Tierfeld und aber auch die Anwendung von Nondedrons, die Leitung von Batia hoch zum Pumpspeicherkraftwerk. Dieses Startnetz 2015 haben wir dann im Anschluss mit dem Marktsimulationsergebnis die stündlichen Kraftwerks Einsatzplanungen auf das Startnetz übernommen. Also pro Produktionstyp haben wir die stündlichen Kraftwerkseinsätze übernommen für jede dieser sechs Szenarien. Dann haben wir 8736 Modelle durchgerechnet, Lastflussanalysen gemacht, E-1-Ausfallanalysen, Spannungsqualität geschaut und wir sehen dann unter der Nummer 2 eine solche Auswertung. Da sehen Sie sämtliche Leitungen und Transformatoren im Übertragungsnetz der Schweiz, aufgereiht von der kleinsten Leitung im Hintergrund nach vorne zu den starken Leitungen, die wir in der Schweiz haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir eine 48 Ampere Leitung haben. Das ist ein kleines Stück zwischen Gondo und Gabi im Simplon-Gebiet. Hier sehen Sie nebst diesen allen Leitungen, die wir im Übertragungsnetz haben, für jede Stunde die Auslastung, die wir sehen für das Slow-Progress-Szenario 2025. Und die wichtige Auskunft hier ist eigentlich die Werte, die Sie sehen, rechts von der roten Linie. Das sind die Betriebsmittel, die, wenn man keine Maßnahmen im Netz macht, überlastet werden im Jahre 2025 im Slow-Progress. Diese Überlastungen sind vom Betrieb her nicht akzeptabel, weil das führt sofort zu Kaskadeneffekten oder ja, wenn man da nicht zu schnell reagiert, führt das natürlich zu Blackouts. In unserem Prozess haben wir diese Engpässe identifiziert und nach dem schlimmsten Engpass dann die Maßnahmen durchgerechnet. Diese Maßnahmen haben wir mit dem NOVA-Prinzip angesetzt. Das bedeutet, dass wir mit dem bestehenden Netz, mit den bestehenden Leitungen und Transformatoren Optimierungen gemacht haben. Also eine minimalinvasive Maßnahme, wo man nichts sieht am Mastbild. Typischerweise sind das bereits isolierte Leitungen, die man von 220 nach 400 kV hoch umgespannt hat. Wenn diese Maßnahmen nicht reichen, gehen wir in Richtung Netzverstärkung. Da geht es darum, dass man bestehende Leitungen im gleichen Trasse noch ertüchtigt, indem man eventuell neue Systeme hochmontiert oder auf den Phasen neue oder stärkere Leiterseile installiert. Wenn diese Maßnahme auch nicht zum gewünschten Ziel oder noch nicht zum gewünschten Ziel führt, bleibt der Netzausbau. Und der Netzausbau bei uns in der Planung ist so definiert, dass wir aus dem Trasse weggehen und entfernt von der bestehenden Trassen neue Leitungen bauen. Gleichzeitig werden aber die alten Leitungen dann nach Realisierung dieser neuen Leitung eliminiert. Das führt auch dazu, dass wir eigentlich insgesamt die Trassenkilometerlängen nicht erhöhen mussten. Dieser Prozess läuft mehrmals durch im Kreis, ist sehr hoch schon automatisiert. Eigentlich dort, wo das Expertenwissen zum Zuge kommt, ist genau dort bei diesem NOVA-Ansatz. Und wenn wir dann meinen, jetzt haben wir ein technisch robustes und sicheres Netz, dann sind wir beim Punkt 4 und dann sieht unsere 3D-Grafik wie folgt aus. Für das Szenario Slow Progress sehen Sie, dass die starken Leitungen im Vordergrund sind bei 100% abgeregelt. Also durch diese Maßnahmen sind die nicht mehr überlastet. Wir haben aber immer noch Leitungen mit geringerer Kapazität, die zum Teil noch überlastet sein werden. Diese Überlastung können wir in Zukunft aber dann mit topologischen Maßnahmen und in Ausnahmefällen auch mit Redispatch in den Griff bekommen. Das ist das Slow Progress 2025er Szenario. Wenn ich das SAN-Szenario einspiele, sieht man, dass auch hier weiterhin die 380 und die starken Leitungen gut ausgelastet sind. Wir haben etwas mehr so Spitzen bei den tiefer liegenden
über den schwächeren 220 Kilowatt Leitung, weil dort natürlich die Leistung von den PV-Anlagen auch bei uns im NE1 hochdrücken. Eine Aussage zum Verteilnetz machen wir hier nicht, also das muss nicht hier noch untersucht werden bei so einem Szenario. Das ist da, Entschuldigung, diese beiden Peaks im Vordergrund, das ist Leibstadt, das ist beim Ausfall einer Leitung, ist dann die übrig bleibende Leitung, kommt dann um 50%, ist unkritisch, aber das ist dieses Phänomen, das man hier sieht. Jetzt haben wir das technisch notwendige Netz entwickelt. Die Projekte sind bekannt, aber die gehen jetzt noch in der Fortsetzung der Netzplanung auf den Prüfstand, zum Schauen, ob die auch volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Und dafür haben wir diesen Ansatz TUT, den wir auch in der NZOE entwickelt haben, Take Out One at a Time. Also wir nehmen aus dem vollen technischen notwendigen Netz Projekt für Projekt raus und schauen den Effekt. Und da gibt es sowohl qualitative wie quantitative Kriterien. Es gibt, zum Teil werden sie monetär ausgewiesen, zum Teil nur in Leistung. Wenn wir beginnen links mit dem technisch notwendigen Netz, was wir entwickelt haben vorhin, wenn wir da dieses gelbe Projekt wegnehmen, ist eines der Ergebnisse natürlich die Investitionskosten, was wir dort dann dokumentieren können. Aber ein weiteres Kriterium ist, wenn wir die Netzverluste miteinander vergleichen, das vollständige technische Netz mit dem geschwächten Netz, auch ein wichtiger Indikator für den Nutzen. Wenn wir dieses gelbe Projekt entfernt haben, entstehen logischerweise dann wieder Engpässe, die wir identifizieren. Und aufgrund dieser Engpässe sieht man einerseits die Netzsicherheit, man kann abschätzen, gibt es wieder Kaskaden oder wie entwickeln sich diese Überlastungen über das Gesamtnetz. Man sieht dann auch, gibt es vertikal Schwächungen, die Anbindung von großen urbanen Zentren. Und ein nächster wichtiger Schritt ist, dass wir diese Engpässe, die wir dort identifizieren, durch Redispatch, wie wir das heute auch machen, bewerten. Also wir schauen, ein Wegfall einer Leitung bringt uns neue Engpässe, dann müssen wir eventuell ein Kraftwerk um 500 Megawatt reduzieren oder die Kapazität nach Italien um 1000 Megawatt. Diese Markteinschränkungen, die gehen dann wieder zurück ins Markttool und dieses Markttool rechnet ein ganzes Jahr neu durch und bekommt daraus den volkswirtschaftlichen Nutzen, wenn man dieses Projekt nicht realisiert. Dieser volkswirtschaftliche Nutzen besteht aus drei Komponenten. Einerseits aus der Konsumentenrente, aus der Produzentenrente und aus der Engpassrente. Und wir haben die Summe dieser drei Renten als Größe dann verwendet für die Entscheidung, ob ein Projekt mit dabei bleibt oder rausfällt. Dieser multikriteriellen Ansatz ist nicht gewichtet, dass alle Kriterien sind irgendwo gleichberechtigt und damit konnten wir die Projekte dann auch bestätigen oder nicht bestätigen. Und da kommen wir zum Ergebnis, welches Netz wir brauchen in 10 Jahren. Hier sehen Sie gelb aufgeführt sämtliche Projekte, die denn sowohl technisch wie volkswirtschaftlich notwendig sind. 9 davon haben wir als Swissgrid identifiziert über unsere Planung und 4 weitere, hier mit J im Anfang beschrieben, sind sogenannte juristische Projekte, die haben wir bekommen aufgrund Anschlussbegehren seitens Verteilnetzbetreiber. Das ist die Region Neuenburg, Zürich und Basel. Diese Projekte haben wir aber auch eben in diesem Gremium mit der Abstimmung der Verteilnetzbetreiber technisch schon optimiert und sind so bestätigt worden. Das Netz, das Sie hier sehen, 2025 haben wir auch mit den Szenarien 35 auf die Robustheit getestet und man hat gesehen, alle diese 14 Projekte sind auch für die Szenarien 35 notwendig. Man hat gesehen, dass für das Sun-Szenario, wenn man die volle PV-Leistung aufnimmt, in den Regionen Basel, Bern und St. Gallen es zu Überlastungen zusätzlich kommt, die wir durch Verstärkungen dann
beherrscht haben, würde man diese Photovoltaik mit Peak Shaving reduzieren, bis 25% wäre diese Auslastung praktisch nicht mehr vorhanden. Ansonsten haben wir nur noch ein Projekt Erweiterung im Raum Matscharing für das Jahr 35 und eine Optimierung der Leitungen von Kümos Richtung Laufenburg, wo wir sehr viele Systeme haben, die wir optimieren können. Auch hier ein Vergleich dieser an einem Beispiel Chippis-Chamoson, das ist das Projekt Nummer 1, das ist diese Bewegung. Da sehen Sie links die Auslastung, die stündliche N-1-Auslastung dieser Leitung Chamoson-Chippis, ein Ausbauprojekt im Slow-Progress-Szenario links, und auf der rechten Seite die gleiche Leitung, wenn man das SAN-Szenario anwendet. Man sieht, dort hat man eine höhere Volatilität, aber auch eine höhere Ausnutzung aufgrund dieser Mehrnutzung auch der hydraulischen Kraftwerke in der Region Wallis. Ich habe jetzt noch versucht, die Funktionalität dieser einzelnen Projekte zu dokumentieren, und Sie sehen, dass wir als erstes wichtiges Programm haben wir diese sogenannte Produktionsschiene durch das ganze Wallis über den Nuffenenpass nach Lavorgo ins Tessin. Da sind Teile schon gebaut worden 2005 zwischen Airolo und Ulrichen, und das ist wirklich ein wichtiges Puzzlestück, dass wir da einen sicheren und effizienten Abtransport garantieren können. Dann ein weiterer wichtiger Projekt Klasse ist die Integration dieser Produktion ins Mittelland zu den Verbrauchern, aber auch zurück von der Photovoltaik Wind Richtung Alpen. Das sind die beiden Projekte über die Gemmi und den Grimsel. Das sind alles bereits bestehende Leitungen, die man entweder umspannt oder verstärkt. Dann die Fortsetzung Richtung Norden, das sind alles innerliegende Schweizer Projekte, die vier roten, wo wir die Erhöhung der Kapazität Richtung Norden damit ermöglichen. Die Integration der Schweiz mit Europa, das sogenannte Schweizer Dach, das wir da mit diesen Leitungen erhöhen können. Und nicht zuletzt wichtig sind auch die Verteilnetzanschlussprojekte, die wir abgestimmt haben zusammen mit den Kunden am Übertragungsnetz. Und wie mein Vorredner gesagt hat, es gibt akustische Mitteilung, aber auch die optische. Da habe ich noch etwas kreativ mir Gedanken gemacht. Wenn man das so hier anschaut, ist es eigentlich nichts anderes, als dass wir ein Haus bauen mit einem Fundament, der Produktionsschiene, den beiden Mauern Richtung Schweizer Dach und dem Hausdach, wo es eigentlich das Swiss Roof, was eigentlich ein bekannter Begriff ist in der Branche. Noch ein kleiner Anschlussbox für das Verteilnetz. Dieses Haus ist robust und sicher und auch natürlich absolut notwendig. Nichtsdestotrotz, wir haben noch weitere Projekte, die wir weiterverfolgen. Und das sind die sogenannten Project of Common Interest, die wir zusammen mit den benachbarten TSOs untersuchen. Da sehen Sie zwei Projekte von der Schweiz Richtung Italien, von Sils Richtung Italien nach Mailand, der Green Connector. Dann der San Giacomo, da wurde auch schon gebaut, von Alacqua bis an die Grenze ist die Leitung schon gebaut. Das ist die Fortsetzung dann nach Ponte, westlich von Mailand. Und als drittes solches internationales Projekt ist die Verbindung von Rüti über den Rhein nach Österreich und Deutschland zur Erhöhung der Kapazität Richtung Norden. Diese Projekte gehören nicht direkt zum strategischen Netz, sind aber werden weitergeführt, und je nach politischer Situation sind das Projekte, die wir mit dem Netz 25 anschließen können. Also die Anschlusspunkte sind parat und somit sind wir da kompatibel. Zur Zusammenfassung. Also wir haben jetzt wirklich darstellen können, dass wir methodisch eine transparente Planung durchführen können, aufgrund politischen Inputs und dem Markt- und Netzsimulationen
berücksichtigt über jede Stunde im Jahr. Man kann sagen, die Fakten, diese Berechnungen und die Ergebnisse liegen auf dem Tisch. Das strategische Netz 25 ist kompatibel auch für weitere Entwicklungen, obschon wir im Moment wirklich uns konzentrieren auf diese 13 Projekte. Das strategische Netz 2025 ist sicher. Es ist robust, das heißt, unabhängig der Szenarien, die wir durchgespielt haben, wir kommen immer wieder darauf, dass diese 9 und 4 juristischen Projekte notwendig sind. Es ist auch effizient, es ist weniger, als wir im vorherigen strategischen Netz 2015 berechnet haben. Wichtige Information ist auch, dass das Netz, strategische Netz 25 gegenüber heute keinen Trassekilometer länger ist als heute und einiges weniger als das bisherige strategische Netz 2015. Und noch das Bessere ist, wir können das bauen für 10 Picasso-Bilder, habe ich heute im Radio gehört. Das ist 1,5 Milliarden, diese 13 Projekte. Dann bleibt mir nur noch die Bitte an euch alle, dass wir da in 10 Jahren dieses Haus gebaut haben. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Matthias Schmid, für deinen Picasso, den du mit deinem Team zusammen erarbeitet hast. Ein Plan, eine Idee steht jetzt im Raum. Wir wollen die jetzt etwas diskutieren, besprechen, vielleicht auch kritisch besprechen, auch Fragen entgegennehmen. Und hierzu lade ich neben dir, Matthias, drei weitere Herren aufs Podium ein, um diesen Bericht aus möglichst verschiedenen Perspektiven beleuchten zu können. Ich lade zu uns aufs Podium ein Herrn Georg Klingler, Herrn Dr. Dieter Reichelt und Dr. Thomas Staffelbach und Andreas Stettler. Genau. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, bevor ich einsteige mit unseren Gästen hier auf dem Podium, möchte ich Sie ein weiteres Mal dazu einladen, Ihre Fragen zu platzieren. Ich habe ein iPad gekriegt, auf dem, sofern Sie Fragen eingeben, werden die bei mir erscheinen und ich würde mir dann erlauben, Ihre Fragen möglichst einzubauen in unsere Podiumsdiskussion. Selbstverständlich werden wir auch anschließend die Gelegenheit geben, aus dem Saal Fragen zu stellen, aber hiermit noch einmal die Einladung, sich auch via unserem Group Consulter zu beteiligen. Ich möchte unsere Runde eröffnen mit einer Einstiegsfrage, die ich eigentlich an Sie, geschätzte Herren, alle richten möchte. Sie haben diesen Bericht von Swissgrid vernommen. Was waren Ihre Gedanken dazu, Herr Dr. Reichelt? Was sind Ihre Erwartungen an ein strategisches Netz und wurden Ihre Erwartungen in diesem Bericht von Swissgrid auch erfüllt? Die Methodik hat einen gewissen Neuheitscharakter, eine Innovation. Ich erachte sie als Zielführung und angebracht. So gesehen ist von der methodischen Sicht her, dass man auch die wirtschaftlichen Aspekte in eine gesamtheitliche Sicht mit einbezieht, das finde ich vernünftig. Wir haben im Vergleich zu den früheren Planungen gesehen, dass gewisse Projekte nun als Projekt of Common Interest geführt werden, nicht mehr Teile des strategischen Netzes sind. Ich denke, das müssen wir noch genau verstehen. Ich spreche ja insbesondere die Anbindung nach Norden an, also die zweite Hälfte des Daches, die Sie gezeigt haben, Herr Schmid, den Bodensee-Interconnector als eine starke Verbindung neben dem Knoten Laufenburg nach Norden östlich des Bodensees. Ich denke, das sind Themen, die wir noch intensiver diskutieren müssen, um auch ein gemeinsames Verständnis zu haben. Wir haben auf der einen Seite die volkswirtschaftlichen Interessen der Schweiz, wir haben auch die Interessen der Produzenten, diese neuen Speicherkraftwerke, die ans Netz kommen, Pumpspeicherkraftwerke. Und das müssen wir, denke ich, genau verstehen. Vielen Dank, Herr Dr.
Reichert, ich habe es fälschlicherweise unterlassen, Sie noch kurz vorzustellen, aber man hat aus Ihrer Antwort schon bereits gespürt, welchen Teil dieses Berichtes Sie sehr stark interessiert. Sie sind Leiter Division Netz bei Axpo Power AG und damit auch sehr stark in die Thematik Netzplanung eingebunden. Sie projektieren auch das Verteilnetz der Axpo und entsprechende konnten wir jetzt auch Ihre Antwort schon bereits einordnen. Ganz herzlichen Dank. Sie haben angesprochen die Produzenten. Herr Stettler, Sie als Verantwortlichen für die Wasserkraftwerke bei der BKW und auch als Präsident von Hydroswiss, wenn man diesen Bericht liest, dann sind Sie ja einer der Hauptgründe, wieso man dieses Netz jetzt so planen will. Die Produktion, wir haben es auch gehört, die Produktionsschiene, das Transportieren der Energie ins Mittelland. Wie schätzen Sie diesen Bericht ein, beziehungsweise was sind Ihre Erwartungen an ein strategisches Netz 2025? Also den Bericht schätze ich mal sehr positiv ein. Mir hat die Methodik sehr gut gefallen, die Herr Schmid präsentiert hat. Aus Sicht der Produktion der Wasserkraft, immerhin machen wir etwa 60% des Landesverbrauchs in der Schweiz, kommt aus unserer inländischen Wasserkraft, haben wir natürlich sehr hohe Anforderungen an das Netz. Produktion und Netz zusammen, wir sind Partner, nur dann hat der Kunde etwas davon, wenn der Strom bei ihm ankommt. Die Charakteristik der Wasserkraft, man hat es auch gesehen, die wichtigsten Wasserkraftkantone sind das Wallis, Graubünden, Tessin und Kanton Bern. Das hat man auf der Karte eigentlich sehr schön gesehen. Das Fundament, das dargestellt wurde, plus die beiden Seitenwände, kann man sagen. In der Wasserkraft haben wir nicht nur die Laufkraftwerke, sondern vor allem auch Spitzenkraftwerke, wo eben zu Spitzenstunden, dann, wenn vielleicht sonst keine mehr einspeist, dann die Speicherseen angezapft werden. Es gibt auch die Pumpspeicherkraftwerke, die dann zum Tragen kommen, wenn vielleicht zu viel Strom im Netz ist. Und auch das Erbringen von Systemdienstleistungen, das sind eigentlich die wichtigsten Faktoren. Und diese Produkte möchten wir dann einsetzen können, wenn es für uns optimal ist. Auch den Standort legen wir fest und nicht die Netze. Wir legen fest, wo wir die Kraftwerke bauen. Also Sie müssen uns folgen, das tönt vielleicht etwas arrogant, aber so ist es. Wir setzen da die besten Standorte, wählen die aus, wo die Wasserkraft eben Sinn macht. Und da haben wir die Erwartung, dass Sie uns dann verbinden von unserem Produktionsstandort zum Kunden. Der Ausbau ist gezeigt worden, das hat mir gefallen. Die bestehenden Baustellen sind integriert worden, sind bereits eigentlich schon angeschlossen. Es wurde noch ein weiteres Kraftwerk erwähnt, das auch bereits berücksichtigt ist, Triemsel 1c mit 150 Megawatt. Wo ich noch nicht ganz sicher bin, ist dann, ob allenfalls weitere Ausbaupläne, die wir haben, die vielleicht noch nicht alle bekannt sind, dann auch in dieses Netz integriert werden könnten. Vielen Dank, Herr Stettler. Sehr interessant. Sie sprechen die Kunden an, die letztendlich davon profitieren sollen. Einen Kunden haben wir hier unter uns. Herr Staffelbach von den Schweizerischen Bundesbahnen. Allerdings muss man sagen, Herr Staffelbach, Sie haben ja etwas eine Doppelrolle. Einerseits sind Sie mit der SBB einer der großen Stromverbraucher des Landes und damit auch einer dieser Kunde. Sie als Leiter Anlagenmanagement bei der SBB sind aber eben nicht nur Kunde, sondern auch zuständig für das eigene Bahnstromnetz, das Sie haben. Sie sind teilweise Projektpartner von Swissgrid in Netzbauprojekten und Sie waren damit auch involviert, am Rande involviert, in die Erstellung dieses strategischen Netzes 2025. Ihre Erwartungen und wie weit wurden Ihre Erwartungen durch diesen Bericht erfüllt? Vielleicht möchte ich zuerst noch etwas ergänzen. Also wir sind nicht nur Kunde, wir sind auch Produzent. 2000 Gigawattstunden aus eigener Wasserkraft, also den großen Teil produzieren wir eigentlich auch selber. Für uns ist ganz wichtig, dass diese Projekte, die oft gemeinsame Projekte sind mit der Swissgrid, dass die nun eben auf dem Tisch sind, diskutiert werden und dann vor allem auch realisiert werden. Wir haben einige Ausbauprojekte, die für uns ganz zentral sind. Ich denke an das Fundament von Matthias Schmid, Schippis Laborgo, das ist für uns ganz zentral, damit der Gotthard-Basistunnel und Chennery-Basistunnel die geforderte Versorgungssicherheit auch erreicht. Und da ist meine Erwartung, dass diese Projekte jetzt entsprechend auch mit Priorität, die auf beiden Seiten hoch ist, entsprechend auch realisiert wird. Aber da verstehe ich Sie richtig, das sind die Erwartungen, die mit diesem Plan jetzt auch erfüllt werden. Genau, es wurde lange diskutiert, wir haben immer an Koordinationssitzungen gesagt, wann kommt jetzt dieses Netz, wann kommt es, weil für uns ist ganz wichtig,
Swissgrid, was Swissgrid sagt und was Swissgrid bauen will, ist matchentscheidend. Ich denke an die Leitung um den Neuenburger See. Solange da nicht eine Swissgrid-Position bezieht, können wir lange sagen, ja, wir wollen da auch durch. Swissgrid muss sagen, wo sie durchgehen, und dann ist klar, wo man, auf welches Projekt man dann aufspringen kann. Also von dem her ist mir wichtig, jetzt sind die Projekte auf dem Tisch und jetzt braucht es eine Verbindlichkeit und einen Realisierungsdruck. Verbindlichkeit, bestimmt eine Frage, die wir dann am Mittag auch noch mit Herrn Steinmann diskutieren können. Aber das Umsetzen, auch das dann in der Podiumsdiskussion am Nachmittag sicherlich noch ein Thema. Andererseits ist bei dieser ganzen Umsetzung sind ja die Umweltaspekte immer auch wieder ein Thema. Wir haben mit Herrn Georg Klingler einen Vertreter von Greenpeace hier bei uns auf dem Podium. Herr Klingler ist auch Vertreter von Greenpeace in der Umweltallianz und die Umweltallianz, die sich ja selbst sehr viele Gedanken gemacht hat über das Stromnetz der Zukunft, hat eigentlich Swissgrid, muss man sagen, viel Applaus gespendet nach der Veröffentlichung des Berichtes. Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihre Erwartungen mit diesem Bericht sehr gut erfüllt wurden? Ja, also ich kann dazu sagen, wir haben ja mit Swissgrid zusammen gearbeitet, um dieses Sun-Szenario, das ist eigentlich unsere Art, wie soll ich sagen, von Generationenmanagement, dass wir ein Szenario wollen, wo eben Klimaschutzziele und der Atomausstieg auch erreicht wird für die zukünftigen Generationen. Und wir haben da die Inputdaten von unserer Seite geliefert, weil wir eben sehen wollten, wie sieht das Netz aus, wenn wir wirklich diesen Umstieg machen. Und ich denke auch, es gibt sehr viele Anzeichen, dass dieser Umstieg immer schneller kommt, dass es gibt Pensionskassen, die ihre Gelder aus fossilen Energien abziehen, es gibt die Tesla-Batterie, die kommt, es gibt die Photovoltaikanlagen, die günstiger werden. Und ich denke, da sind wir froh, dass dieses Szenario mit berücksichtigt wurde, und wir sind auch froh darüber, dass wir sehen, dass Swissgrid hier eine eigene Position bezogen hat, dass es nicht einfach eine Verteidigung möglichst vieler Projekte ist, weil das war im Netz 2015 der Fall, da hat es einfach geheißen, es braucht diese Kilometer, wer dagegen ist, der gefährdet die Schweiz. Und ich denke, das haben wir hier einen Schritt vorwärts gemacht. Wir sehen aber auch noch Potenzial, da weiter auch die Akzeptanz für die Netze zu erhöhen, indem wir wirklich noch klarer aufzeigen, für was werden die Netze benötigt. Wir haben zwar gesehen, diese Einfärbung mit der Anbindung an Europa, mit der Einbindung dieses Basisfundaments. Für uns spielt die Wasserkraft in Zukunft eine sehr, sehr zentrale Rolle zusammen mit der Photovoltaik, das ist unbestritten. Aber wir wollen schon auch darüber reden, diese strukturellen Engpässe, was der Handel und der Transit da für eine Rolle spielt. Weil ich denke, schlussendlich geht es darum, was die Gesellschaft trägt, den Netzausbau, den auch finanziert, und wer hat den Profit davon. Und ich glaube, da kommt immer so ein bisschen auch eine Spannung mit der Umweltallianz und den Netzbetreibern, wo wir einfach klar sehen wollen, was ist für die Schweiz, sind für unsere gesellschaftlichen Ziele notwendig und was ist, weil man dadurch wirtschaftlich profitieren kann. Und nicht, dass das Profitieren schlecht ist, sondern dass man einfach da auch sagt, wo sind die Kosten und wo sind die Lasten fair zu verteilen. Also von dem her zufrieden mit diesem ersten Schritt, aber ich glaube, es kann weitergehen. Gut, vielen herzlichen Dank, wird bestimmt weitergehen. Bevor wir in eine zweite Runde hier vorne einsteigen, möchte ich Sie jetzt zu einer TED-Umfrage einladen, sehr geehrtes Publikum. Wir möchten gerne Ihre Ansicht kennen. Was halten Sie von einer solchen Netzplanung? Und wir haben eine weitere Frage für Sie vorbereitet. Ich stehe kurz auf, um Ihnen die entsprechend präsentieren zu können. Wir hätten gerne Ihre Stellungnahme zur Frage, eben, was ist der Wert bzw. die Bedeutung einer solchen Netzplanung? Ich weise darauf hin, dass Mehrfachnennungen möglich sind. Sind Sie der Meinung, eine Energiewende ist ohne Netzausbau unmöglich? Deshalb braucht es für diese Energiewende eben auch die entsprechende Planung des neuen Netzes. Geht es darum, mehr dezentrale Einspeisung haben zu können und deshalb braucht es weniger Übertragungsnetz? Neue Technologien und Netzintelligenz machen den Netzausbau vielleicht sogar überflüssig und dieser Bericht hätte es in der Form gar nicht gebraucht. Der Netzausbau ist nur im Interesse von Europa, was
geht uns das an? Vielleicht sind Sie der Meinung, das wäre dann der Punkt 4. Und in der Schweiz profitiert vor allem die Stromwirtschaft vom Netzausbau. Also eine Vermutung, die wir auch bei Herrn Klingler leicht gespürt haben. Wenn das Ihre Meinung ist, dann bitte ich Sie, das mit der Nummer 5 so zu äußern. Und die Umfrage läuft jetzt. Und die Umfrage wäre jetzt zu Ende und ich bitte, dass man uns die Resultate bekannt gibt. Wir haben spannende Resultate. 89% sind der Meinung, eine Energiewende ohne Netzausbau ist unmöglich. Also in dem Sinne, es braucht den Netzausbau, damit die Energiewende überhaupt stattfinden kann. Wir können vielleicht gleich diskutieren, wie viel. Mehr dezentrale Einspeisung erfordert weniger Übertragungsnetze. Neue Technologien und Netzintelligenz machen den Netzausbau überflüssig. Noch 14 Nennungen. Der Netzausbau ist nur im Interesse von Europa. Wenig Nennungen, also klar anerkannt, dass eigentlich der Netzausbau auch für die Versorgungssicherheit der Schweiz wichtig ist. Und in der Schweiz profitiert vor allem die Stromwirtschaft vom Netzausbau mit 11 Nennungen ebenfalls eine Minderheit. Jetzt, hier schwingt natürlich auch etwas die Frage mit über den Zeitpunkt dieser Netzplanung. Wir sprechen von Energiewende, wir sprechen von technologischem Fortschritt, dezentraler Einspeisung, die zunimmt. Matthias Schmid, was sagen Sie auf die Frage, diese Netzplanung kam jetzt ein paar Jahre zu früh? Man hätte eigentlich zuerst mal noch abwarten sollen, ob diese Energiewende überhaupt zustande kommt und was da der politische Wille ist. Ja, wie es so bei einem Haus ist, wenn man das bauen will, beginnt man zuerst mit dem Fundament. Und ich glaube, dort haben wir schon die hochprioritären Projekte. Ich sollte das nicht sagen, das ist auch, also alle diese neuen Projekte sind matchentscheidend schlussendlich für diese Energiewende. Aber von der Systematik ist sicher dieser saubere Anschluss der im Bau sich befindenden Kraftwerke, dass man dieses Fundament, dieses Chamusot-Laborgo, Schippis-Laborgo baut und dann in der Folge natürlich ohne Zeitverlust auch die Achsen Richtung Mittelland und Richtung Norden. Aber sicher nicht zu spät. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Reichelt. Wir haben es gesehen, dezentrale Einspeisung macht möglicherweise einen Ausbau des Übertragungsnetzes, braucht weniger Ausbau im Bereich des Übertragungsnetzes. Ich stelle mir vor, da würde dann genau das Gegenteil für das Verteilnetz gelten. Wie sehen Sie die Konsequenzen dieser Planung jetzt im Bereich Verteilnetz? Im Verteilnetz haben wir einen Planungshorizont von bis 2035. Wir sind daran, unsere Netzkapazität zu erhöhen. Wir erhöhen die Spannung von 50 auf 110 kV. Dieser Umbau sollte nach Plan 2025 abgeschlossen sein, wenn wir alle Bewilligungen bekommen. Und genau in dieser Phase sind wir drin. Wir machen uns Gedanken. Wir haben übrigens schon vor einigen Jahren haben wir in Szenarien Strategien entwickelt, 2009. Und ich kann mich gut erinnern, wir haben dann diese Strategien geclustert. Und einem Cluster haben wir den Namen gegeben, die grün-liberale Zukunft. Geglaubt haben wir damals noch an Großkraftwerke, zwei Ersatzkernkraftwerke und einen maßvollen Zubau der Erneuerbaren. Zwei Jahre später wurden wir eines Besseren belehrt und dieses Randszenario, das wir zum Glück auch durchgedacht haben, ist plötzlich in die Mitte gerutscht, ist Realität geworden. Also wir waren gut beraten, dass wir das vorbereitet haben. Und ich denke, als Netzbetreiber müssen wir in Szenarien denken, vermehrt. Wir müssen den Bogen so weit aufspannen, dass diese Planung auch robust ist, dass wir nicht überrascht werden. Sie haben es angesprochen, dezentrale Einspeisung, fluktuierende Einspeisung. Je nachdem, welches Szenario kommt, kann das für uns als Netzbetreiber signifikante Auswirkungen haben. Lassen Sie mich ein ganz einfaches Beispiel geben. Nehmen wir an, ein Kunde, eine Region möchte 30% ihrer Energie mit Photovoltaik erzeugen.
Die installierte Leistung, um diese 30% zu erzeugen, muss rund 6 bis 7 Mal so hoch sein. Das heißt, es wird Zeiten geben, Schwachlastzeiten, wo diese Region anstatt 100% zu konsumieren, 200% produziert. Ein Teil konsumiert sie davon selber und 100% gibt sie zurück ins Netz. Und auf genau diese Probleme müssen wir als Netzbetreiber vorbereitet sein. Und wenn ich mir überlege, was wir heute in 10 Jahren machen, gehe davon aus, dass hier im Saal viele Kollegen Netzbetreiber sind, was werden wir in 10 Jahren machen? Geschätzte Kollegen, ich bin überzeugt, in 10 Jahren planen wir die Netzführung, den Netzbetrieb für Auffahrt und für Pfingsten. Das werden die kritischen Tage sein, schwache Last, schönes Wetter, hohe Einspeisung aus der dezentralen Produktion. Für das sind wir da, das ist unser Job. Unser Produkt, das wir den Kunden liefern, ist Versorgungssicherheit und genau in diesen Phasen werden wir gefordert sein. Bei der SBB macht man da auch eine eigene Netzplanung mit Szenarien. Gehen Sie da ähnlich vor, Herr Staffelbach? Absolut. Unser Planungshorizont ist auch 20 Jahre. Treibend ist das Angebot auf der einen Seite. Also mit Fabi hat man ja eine Abstimmung gehabt, wo man auch dieses zusätzliche Angebot bewilligt hat und das wird kommen. Das hat relativ hohe zusätzliche Energie- und Leistungsprognosen. Man spricht davon 20% mehr Energie und 40% mehr Leistung, die unser Netz beherrschen muss. Das ist ein großer Treiber, der unsere Planung da sicher maßgeblich beeinflusst. Dann auch, es ist dann bald 10 Jahre her, dass wir diese Strompanne hatten. Die hat klar aufgezeigt, dass unser Netz eben topologische Schwachstellen hat, die wir über sogenannte Ringschlussprojekte schließen möchten. Auch die sind in der Planung drin und im Horizont entsprechend drin. Für uns ist einfach noch ein ganz wichtiger Punkt, ich versuche das auch bei jeder Gelegenheit zu platzieren. Wir haben jetzt noch nichts über Technologie gesprochen, mit der dieses Netz realisiert werden soll. Im Bericht steht zwar, es ist fast ausschließlich Freileitung. Wir wissen aber alle, bei jedem Projekt, ich kenne keines, wo nicht die Verkabelungsforderung auf den Tisch kommt, hat massive Mehrkosten zur Folge, die sind nicht drin entsprechend. Und für uns ein No-Go, ein technisches No-Go, wir werden, wenn wir eine Leitung bauen, immer Freileitung bauen. Also das heißt, Swissgrid geht dann zwar vielleicht in den Boden, aber wir mit einer schmucken 20 Meter Leitung immer noch oben drüber. Sie schielen da so hinter meinem Rücken hindurch zu Herrn Klingler. Das wird wahrscheinlich nicht ganz zufällig sein, wenn wir über den Leitungsbau sprechen, ohne jetzt da schon zu sehr in diese Thematik reinzugehen. Wir werden uns heute Nachmittag nochmals damit befassen. Aber haben Sie mit Ihrer, ich sage jetzt mal, Zustimmung oder zumindest mit Ihrem Zuspruch zu diesem Bericht irgendwo auch mit akzeptiert, dass es diese Leitungen so braucht und auch in dieser Form braucht? Oder ist da von Seiten Umweltallianz eigentlich immer noch die Meinung, ja, wir werden dann trotzdem bei jedem Projekt nochmal schauen, ob das wirklich notwendig ist. Wir werden dafür kämpfen, dass das in den Boden geht. Wie kann ich da so Ihr Verhältnis zu diesen konkreten Plänen jetzt einstufen? Also von Greenpeace her werden wir nicht jedes Projekt verfolgen, da haben wir die Kapazität nicht. Aber die Umweltallianz besteht ja aus WWF, Pro Natura, Greenpeace und SES. Und ich denke, als Umweltallianz werden wir sicher bei diesen Projekten dann auch schauen, weil wir wollen die ökologische Bewertung sehen, wir wollen die ökonomische Bewertung sehen, wir wollen das Gesamtbild natürlich sehen. Das habe ich so im Bericht, habe ich einfach die Gesamtrichtung und ich sehe, dass egal welches Szenario, also das ist für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, dieses Netz so gebraucht wird. Das ist nicht Energiewende getrieben, es ist aber einfach für die Energiewende so auch nützlich. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für die Umweltallianz, weil wir wollen ein Netz für die Energiewende, das ist ganz klar. Aber wir können nicht so aus dem Daumen geschüttelt sagen, ja, die Projekte, die braucht es sicher. Ich glaube, die Anschließung von den Wasserkraftwerken ist, glaube ich, unbestritten. Ich denke auch, dass die Nutzung der Wasserkraftwerke im Zusammenspiel mit der Photovoltaik ist unbestritten. Aber ich denke auch, die möglichen Maßnahmen, um das Netz noch weiter zu entlasten, wie Peak Shaving wurde angetönt,
aber weitere mögliche Maßnahmen, damit das mehr auch im Verteilnetz genutzt werden kann. Ich glaube, das muss man alles auch anschauen, wenn man diese Projekte beurteilt. Und von dem her kann ich wie sagen, von Umweltallianz, Greenpeace-Sicht her, grundsätzlich positiv gegenüber diesem Netzplan. Wir haben immer noch diesen großen Handel-Transit, über den wir reden müssen und den wir mehr reden müssen, finden wir. Und wir haben aber die Energiewende als starkes Rückgrat auch für die Zustimmung, glaube ich, für einzelne Projekte. Wenn man wirklich sieht, das ist für eine Versorgung der Schweiz mit erneuerbaren Energien. Vielen Dank, Herr Stettler. Wie hört sich das für Sie an? Mehr dezentrale Einspeisung, dann braucht man weniger Übertragungsnetz, war eine Meinung in der TED-Abstimmung. Sie gehen ja in die andere Richtung mit der Wasserkraft. Sie sagen, wir brauchen genau mehr Übertragungsnetz, damit wir unsere Großkraftwerke ins Mittelland bringen können. Wie bringen wir das in Übereinstimmung? Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Ich glaube, wir von der Seite Wasserkraft wissen, dass wir nicht die Schweiz alleine versorgen können. Das schaffen wir nicht, es braucht die anderen Produzenten. In dem Sinne sehe ich da gar keinen Konkurrenzkampf. Ich respektiere, dass es andere Technologien gibt, die auf anderen Netzebenen einspeisen. Nur das Miteinander insgesamt, das wird funktionieren. Wir sind auch nicht autark als Schweiz, auch das muss man berücksichtigen. Wir haben ganz klar mit der Energiestrategie Monate oder Stunden, da können wir uns nicht versorgen, das ist so ausgewiesen. Wenn man keine GUDs bauen will in der Schweiz, dann kommt nur noch der Import zustande. Auf diesen Fall müssen wir auch ausgerichtet sein. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir mit den flexiblen Wasserkraftwerken auch gute Exportchancen haben. Wir wollen eigentlich diese Spitzenstunden auch nutzen können, um auch da ins Ausland exportieren zu können. Natürlich muss das rentabel sein, da stehe ich dazu, aber das ist unser Trumpf und dieser ganze Mix von verschiedenen Produktionsarten, der soll zusammen nebeneinander daherkommen. Klar, die Wasserkraft, insbesondere wenn es um Speicherseen geht, wenn es darum geht, Spitzenstrom herzustellen, sind das in der Regel eher Großkraftwerke, die in der Regel auf der Netzebene 1 eingespiesen werden, aber wir haben auch sehr viele Kraftwerke, die auf unteren Netzebenen da sind, da gehören die auch zu den kleinen Produzenten, wie auch die Photovoltaik. Aber Ihre Ausführungen veranlassen mich zur Frage, würden Sie dann Swissgrid empfehlen, dass Sie diese Project of Common Interests, die mit Europa zusammen allenfalls gebaut werden sollen, dass Sie die unbedingt verstärkt angeht? Ich sehe aus Sicht der Produktion, nicht nur der Wasserkraft, sehe ich, dass wir unbedingt diesen internationalen Handel, den müssen wir pflegen, weil wir ja ganz klar nicht die Autarkie wollen. Und von daher ist das Modell Kupferplatte, denke ich, ist grundsätzlich schon ein gutes Modell, dass wir einfach aus volkswirtschaftlicher Sicht möglichst eine kostengünstige Versorgung haben. Dann braucht es den Austausch. Wir sind Nutznießer, wir können importieren, wenn wir nicht genügend Strom produzieren können. Aber wir wollen auch die Chance natürlich packen können, dass wir dann auch exportieren können, wenn es uns zugute kommt. Unsere Rentabilität, die Wasserkraft, die zurzeit eine Katastrophe ist, ist vor allem vom Ausland getrieben. Wir wollen aber auch dann, wenn es wieder besser ist, dann auch wieder profitieren können. Ich kriege sehr viele Fragen an dich, Matthias Schmid, hier über den Group Consult rein, die natürlich in Richtung gehen, noch etwas besser verstehen zu wollen, was und wie hat Swissgrid hier letztendlich gerechnet. Vielleicht zuerst noch die Einstiegsfrage, ist die Überlegung, dass mehr dezentrale Einspeisung, weniger Übertragungsnetz braucht, ist die überhaupt richtig? Aus Übertragungsnetzsicht bin ich nicht dieser Meinung, weil wir wirklich den Auftrag haben, die großen Kraftwerke, wo wir heute schon strukturelle Engpässe haben, dass wir die eliminieren und zusätzliche adäquat anbinden und dann auch eben den Austausch machen Richtung Verbraucher, Mittelland, aber auch eben wieder zurück von den Erneuerbaren zu den Speichern. Von daher sehe ich da keine zu große Abhängigkeit. Auch betreffend Transit, also dieses Netz, strategische Netz 25, erlaubt keinen Megawatt mehr Transit durch die Schweiz von Norden nach Süden. Also wäre dann eher die Diskussion, wollen wir weg von dieser Kapazität von der Schweiz nach Italien. Aber da würden wir uns selber eigentlich beschneiden, da wir unsere eigene Produktion dann auch nicht mehr nach Süden bringen. Es ist so, wie wir. Es geht einfach nicht. Wenn die Schweizer Ferien haben, dann wollen die mit dem Auto nach Süden. Und manchmal haben die deutschen Ferien und gehen durch den Gotthard, wo wir dann in der Schule sitzen. Also es gibt verschiedene Nutzer da.
Dann lass mich dir noch drei Fragen stellen zum konkreten Bericht, die ich gekriegt habe. Die eine Frage ist, wie weit sind Speicher, zusätzliche Speicher, dezentrale Speicher in die Szenarien eingeflossen? Wie weit ist das Demand-Side-Management oder war das Thema bei euren Überlegungen? Und wie weit wurden die Planungen auch mit ausländischen TSOs koordiniert und abgestimmt? Vielleicht zu den Speichern. Also wir haben auch das Demand-Side-Management angewendet, je nach Szenario weniger oder mehr ausgeprägt, bis, glaube ich, 9%. Die Speicher beim Sun-Szenario haben wir angewendet auf der Netzebene 1, wo wir gesehen haben, wenn wir nicht ausbauen wollen aufgrund der neuen Engpässe, haben wir das dokumentiert, wie viel Leistung, wie viel Energie solche Speicher auf unserer Netzebene ausmachen würden. Die Koordination mit dem Ausland, die ist eigentlich intensiv, bilateral mit den benachbarten TSOs, aber dann auch multilateral über die NZOE, wo wir die Marktinformationen abgeholt haben, aber auch die laufenden Netzausbauprojekte im nahen Umfeld der Schweiz. Vielen Dank. Ich möchte gerne die Gelegenheit geben für Fragen aus dem Publikum an einer der fünf Herren. Gibt es solche Fragen, die nicht schon schriftlich eingegeben wurden? Ja, bitte, ganz hinten. Meine Frage richtet sich an Herrn Schmid. Wenn Sie sagen, Sie seien eingestellt auf die wichtigsten Treiber, die auf uns zukommen könnten. Wie sieht das jetzt aus, wenn die Atomausstiegsinitiative angenommen wird und das letzte AKW Leibstadt 2029 aus dem Betrieb genommen wird? Dieses Szenario haben wir ja gerechnet im On-Track 2035, auch im Sun. Also da ist dann primär eine Frage der Energiedeckung. Wie decke ich den Verbrauch der Schweiz? Und dann müssen wir entweder Lösungen innerhalb der Schweiz suchen, das könnte dann wieder die Gaskraftwerke sein, oder den Import aus dem Ausland. Vom Netz selber, die beiden Kraftwerke Gösgen-Leibstadt sind ja schon sehr nahe an der süddeutschen Grenze auf dem 380er Netz, da wird es keine große Verschiebung geben. Aber es ist vor allem eine politische und energiepolitische Frage, wie wir den Verbrauch decken. Ja. Das vielleicht ja, gerne. Also, das Sun-Szenario versucht ja genau diese Frage zu beantworten. Und wir lassen Import zu, also wir machen keine autarke Schweiz, das ist richtig, aber wir gehen mit den Importen nicht massiv hoch. Also das ist immer noch zu 90% einheimisch, erneuerbar, vor Ort. Also die Unabhängigkeit ist für uns auch wichtig. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass im Sun-Szenario, wenn man es eben gescheit steuert, bis in die Verteilnetzebene rein, dass man diese Gaskraftwerke eigentlich gar nicht braucht. Das ist für uns eine wichtige Erkenntnis, dass es eben dann wirklich viel dezentraler wird. Und ich denke, ich möchte das hier auch im Raum so sagen, man muss, von mir aus gesehen, braucht es diese Art Denken in Visionen, dass man dann auch innovativ damit umgeht, dass es eben diese dezentrale Versorgung wirklich zur Hauptversorgung wird, zusammen mit der Wasserkraft, die wir haben, die will niemand abschaffen, das soll auch nochmal gesagt werden. Aber dass wir da eigentlich in die Verteilnetzebene dann stärker rein müssen als ins Übertragungsnetz. Von dem her würde ich sagen, ob das Übertragungsnetz wirklich so gebraucht wird, das können wir heute nicht sagen. Wenn ich lese das Titel Tesla just put the bomb under the model of the grid operations, wenn ich das so lese in Online-Zeitschriften, dann denke ich, es kann noch sehr viel passieren. Und ich würde alle Netzbetreiber dazu ermutigen, hier auch ein bisschen out of the box zu denken. Herr Stauffenbach. Ja, wir sprechen jetzt immer über das Netz 2025 und auch wenn Philipp Meuli und seine Leute sich wahnsinnig Mühe geben und hart arbeiten, glauben eher nur 2,1%, dass man all die Projekte realisiert bis ins Jahr 2025. Und was mir auch ein bisschen fehlt im Bericht oder was ich gerne diskutieren möchte, was sind dann Risiken, wenn nur die Hälfte der Leitungen kommt? Wie sieht das Ganze aus? Mit was muss die Schweiz rechnen? Ich denke, diese Betrachtung wäre sehr wertvoll. Ich weiß nicht, was ihr euch da überlegt habt. Was tun wir, Matthias Schmid? Kommt es zum Blackout? Es wird wieder zu noch massiveren Einschränkungen kommen von Kraftwerken, auch mit dem Ausland. Aber es gibt auch Richtung vertikale Versorgung natürlich weiterhin, bleibt es ein geschwächtes Netz.
wo es zu lokalen Unterbrüchen kommen kann. Auch das, die Robustheit bei Störungen ist sicher dann nicht so, wie wir das wollen, wenn wir die Netze ausgebaut hätten. Aber es kommt zu massiven Einschränkungen. Herr Dr. Reichel, das klingt auch nach Arbeit für Sie. Dafür sind wir da. Ich möchte noch erwähnen, aus der Sicht des Netzbetreibers, ich lasse jetzt die Betrachtung weg, wie viel Kraftwerkskapazität braucht es auch noch für die Reservevorhaltung, für ungeplante Ausfälle in den kritischen, in den kalten Monaten, wo es windstill ist, wo es bewölkt ist. Das möchte ich ausklammern. Aus der Sicht des Netzbetreibers meint ich, der Stellenwert der Netze wird zunehmen mit der Energiewende. Das heißt, dass wir diese Herausforderungen, die neu dazukommen, die fluktuierenden Einspeisungen, die müssen wir managen. Ganz egal, ob das Szenario Slow kommt oder das Szenario Sun, wir werden vermehrt dezentrale Einspeisungen haben, wir werden Energiesysteme haben, lokale, wo Photovoltaik mit Batteriespeichern kombiniert ist. Dort werden wir weniger Energie liefern als Netzbetreiber. Leistung werden wir immer liefern müssen. Die Reduktion des Energiebezugs ist nicht proportional zur Leistungsreduktion. Mhm. Das heißt für mich, dass wir mit weniger Kilowattstunden, die fast noch mehr Aufgaben machen oder beherrschen müssen, nämlich diese Schwankungen ausgleichen, wir müssen die Reserve bereitstellen. Und darum sage ich, der Stellenwert der Netze wird höher und wir können das nicht mehr über ein einfaches Tarifmodell, über die Kilowattstunden abwälzen. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Hochwertigkeit dem Kunden auch als Produkt zeigen und wie wir unsere Kosten decken können. Ich denke, das wird die große Herausforderung sein für uns als Netzbetreiber. Mehr Intelligenz ins Netz zu kriegen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Entschuldigung, Herr Stettler, Sie haben noch... Ich möchte gerne den Punkt noch aufnehmen von Thomas Staffelbach, so dieses Risiko. Und was Herr Schmid gesagt hat, dass wir dann vermehrt zu Redispatch kommen, da muss ich jetzt ganz klar intervenieren als Kraftwerksbesitzer dann auch, passt das uns natürlich gar nicht. Also es kann nicht sein, dass wir an einem Standort ein Kraftwerk bauen. In der Regel sind unsere Investitionssummen um Faktoren höher als das Netz, das dann uns die Energie wegbringt, dass wir investieren und dann durch häufige Engpasssituationen immer wieder abgeriegelt werden. Das schadet uns natürlich. Wir eben haben die Standorte festgelegt, die können unsere Produktionsanlagen nicht einfach zügeln und irgendwo anders so aufbauen. Und ich sehe auch die Gefahr, die schon angesprochen wurde, schaffen wir das überhaupt, das Netz dann bis 2025 zu bauen, wie das geplant ist. Und die Umfrage heute Morgen hat gezeigt, das Vertrauen ist nicht sehr hoch. Und wenn ich einen Bericht lese, was in den letzten Jahren realisiert wurde, ich hoffe, jetzt trete da niemandem auf die Füße. Das waren ursprünglich die ursprünglichen Eigentümer des Übertragungsnetzes und dann gab es diesen Change hin zu Swissgrid. Aber es ist sehr ernüchternd, dass eigentlich außer dem Anschluss der neuen Pumpspeicherkraftwerke eine einzige Leitung, Bickingen, Flumental, eigentlich realisiert wurde. Alles andere wurde nicht zustande gebracht. Und da möchte ich schon noch die Frage stellen, schaffen wir das? Und wenn ich sehe, mit welchem Herzblut unsere Leute ein neues Kraftwerk planen und bauen, wie sie dafür leben, das sind genau die Leute, die Herr Mollenei gezeigt hat, die wirklich mit 150% für die Unternehmung dastehen. Haben wir solche Leute in der Schweiz, die bereit sind, irgendwann eine Leitung von 100 Kilometer Länge da zu bauen, zu planen, mit all diesen Einsprachen umzugehen? Und das ist echt die ganz große Herausforderung. Es ist nicht, vielleicht dann nicht so sexy, so eine lange Leitung zu bauen, wie eben sein eigenes Kraftwerk zu bauen. Mhm. Und schon da sind wir fast an der Grenze, ob man das zustande kriegt. Da sehe ich die ganz großen Gefahren. Vielen Dank, Herr Schädler. Geben wir doch die Frage gerne auch an Herrn Klingler. Ich darf vielleicht auch noch erwähnen, dass aus dem Publikum noch etwas überraschend bemerkt wurde, dass Sie nicht mehr Verkabelung fordern. Ist das richtig? Und vielleicht auch eine Replik auf das, was Herr Stettler eben gesagt hat? Ja, also nein, ich glaube, wir fordern, also zumindest, also ich würde sagen, nicht prinzipiell Verkabelung. Aber ich denke, das gehört in eine saubere Projektprüfung, gehört das immer dazu. Und da kann es sehr wohl die bessere Option sein. Auch wenn die Investitionen höher sind, weil wir den Gesamtnutzen anschauen wollen. Und ich wollte eigentlich auf Herrn Stettler reagieren. Wenn man sich fragt, warum sind diese Netze nicht stärker vorangetrieben, glaube ich, das hat auch mit einem Vertrauensschwund zu tun. Und ich denke da wirklich, dieses Herzblut, das ist richtig, das ist wichtig. Aber ich denke, wenn wir jahrelang hören von einem Alpiq-CEO, die Erneuerbaren, die spielen eine Rolle hinter dem Komma,
und die neuen Erneuerbaren, nicht die Wasserkraft. Und wenn wir hören, das kommt eh nie, wir brauchen diese Großkraftwerke, es geht nicht anders, dann merkt man einfach, es fehlt eigentlich der Bezug zur Bevölkerung, es fehlt auch diese Wahrnehmung von Entwicklungen, die stattfinden, die Leute wollen eine Anlage bauen. Es gibt eine Riesenwarteliste. Die Batterien werden gekauft, selbst wenn das nicht rentabel ist, weil man will sich vom Versorger trennen, weil man dem nicht mehr glaubt teilweise. Weil man denkt, der will sowieso sein Modell einfach verteidigen. Ich denke, also ich stelle das jetzt auch so ein bisschen in den Raum, dass man hier auch offener, transparenter sein muss. Und ich glaube, man kann nur gewinnen, wenn man das Netzmonitoring verbessert, Daten auch zur Verfügung stellt, dass auch zum Beispiel Greenpeace ein Netzszenario rechnen kann, mit dem genauen selben Wissen wie Swissgrid. Wir machen das, aber wir beschaffen die Daten selber und auf sehr, sehr mühsame Art und Weise, um solche Rechnungen zu machen. Und ich denke, da könnte man wirklich einen offenen Dialog haben. Also ablegen. Vertrauen durch Transparenz und den Dialog, den Sie fordern. Genau. Herr Staffelbach. Ja, SBB hat ja viel Vertrauen, also können wir da von Ihrem Vertrauen profitieren? Ja, danke, ich freue mich, hoffe auch, dass unsere Kunden Vertrauen in unsere Leistung haben, von dem her. Nein, was ich sage, klar ist das Vertrauen gut und wichtig und einsichtig, aber am Schluss ist es der Schalebesitzer im GOMS, der vor seinem Schale keine Leitung will. Und das ist ihm eigentlich egal, ob es das für die Schweiz gut oder schlecht ist. Und ich denke, da kommen wir automatisch auch zur Frage der Verfahren. Also solange man immer und immer wieder das ganze röstliche Spiel bis und mit Bundesgericht machen kann. Und ich denke, das müssten wir auch parallel dazu, da gibt es ja heute Nachmittag noch das Thema, ohne Änderungen im Verfahren, denke ich nicht, dass wir 2025 dieses Netz haben werden. Herr Dr. Reichert, ich vermute mal, Sie haben auch viel Erfahrung im Dialog mit betroffenen Einfamilienhausbesitzern. Ja, ein bisschen schon. mir geht es auch darum, dass wir differenzieren zwischen Neubauten von Leitungen und zwischen dem Umbau von bestehenden Leitungen, die Swissgrid zum Beispiel macht, um die Kapazität zu erhöhen, die Spannung von 220 kV auf 380 kV erhöht oder wir von 50 auf 110. Und gerade in diesem Fall, den Sie anschneiden, die betroffenen Einfamilienhausbesitzer, oftmals war die Leitung zuerst da, dann wurde in die Nähe der Leitung gebaut und dann kommt der Wunsch, diese Leitung zu verkabeln. Und ich glaube, hier müssen wir klare Verhältnisse haben, auch von den gesetzgebenden, von den bewilligenden Behörden, dass wir diese Verfahren schlanker durchführen können, dass sie beschleunigt werden, und dass wir objektive Kriterien haben, an denen wir entscheiden können, damit auch dieser Entscheid zeitnah gefällt wird. Ich merke, wir geraten mit der Diskussion schon etwas weg vom Resultat und Bericht schon her in die Umsetzung. Die Ärmel werden langsam hochgekrempelt. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben noch eine Frage gekriegt, Matthias, wie weit wurde die Forschung oder technologische Entwicklungen, was da alles noch möglich ist in den nächsten 10, 20 Jahren, wie weit war das Thema in eurem Bericht? Also wie gesagt, die Speicherung haben wir berücksichtigt. Und was wir auch gemacht haben, wir haben mal versucht, aus dem süddeutschen Raum eine Gleichstromverbindung hier nach Luzern, nach Mettlen zu ziehen, zum Schauen, ob wir diese vier Projekte, die Richtung Norden uns eine Erhöhung der Kapazität bringen, ob die das ersetzen kann. Und da haben wir gesehen, über die Kosten und über die Klumpenrisiken und auch die Ausstrahlung, die positive von der Entlastung, ja nicht ausgereicht, um eine Leitung im Pradella-Labund zu ersetzen. Also solche Technologien, Supergrid, solche Studien sind auch am Laufen bei uns in einem Forschungskonsortium namens eHighway. Aber das hat dann einen Horizont 2050. Also wir haben zum Teil Sachen schon berücksichtigt. Unser Publikum hat offenbar Gefallen gefunden an den elektronischen Fragen. Deshalb erlauben Sie mir, dass ich da jeweils mit einem Blick auf das Tablet die Fragen gleich von hier nehme. Es kam eine Frage an Sie, Herr Klingler, ob das nicht ein Widerspruch sei, zu sagen, keine Transite, keinen Austausch mit Europa, weil ja das Stromnetz und eigentlich auch die Integration der erneuerbaren Energien eigentlich genau diese Verknüpfung und Vernetzung erfordert. Also müsste nicht im Sinne eigentlich der Förderung der erneuerbaren Energien genau dieser Austausch vermehrt gefördert werden?
Also ich denke, da haben wir wirklich ein Kommunikationsproblem, weil ich sage nicht keine. Ich sage, wir wollen wissen, für was diese Netze gebraucht werden. Und wir wollen wissen, wer das finanziert. Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit Netze finanziert, mit denen dann Profite gemacht werden, die nicht der Allgemeinheit zugutekommen. Oder, also es geht darum, dass man das richtig zuordnet. Und von dem her einfach zu sagen, die Netze braucht, sonst geht es nicht, ist nicht fair. Sondern wir wollen wissen, für was die gebraucht werden. Und wir haben in unserem Modell sehr wohl den Austausch mit Europa drin. Wir haben das nicht ausgeschlossen, den haben wir ja heute schon. Also wir sagen einfach, die Schweiz soll selber Kraftwerkskapazitäten haben, um einen möglichst hohen einheimischen Versorgungsgrad auch erreichen zu können. Mit 60% Wasserkraft haben wir das ja schon auch heute. Von dem her, ich denke, das gibt überhaupt keinen Widerspruch. Wir wollen hier einfach klarere Fakten, für was diese Netze gebraucht werden. Und ich denke, dass wenn wir ein Netzmonitoring hätten, dass das eben zeigen würde, dass auch transparent dargestellt wird, wenn zum Beispiel vom Blackout im 2012 im Winter, Februar, nicht Blackout, aber von der Überlastung quasi geredet wird, kommt ein Blackout, heißt das sofort, ach, die Energiewende ist schuld. Dabei ist es etwas ganz anderes. Da wird einfach sehr viel Geld verdient, weil im Moment der Strompreis in Frankreich mit den Nachtspeicherheizungen sehr hoch ist. Und das ist okay an sich. Ich sage nicht, man soll kein Geld verdienen. Ich sage einfach, wir wollen wissen, für was die Netze gebraucht werden. Wir wollen nicht im Allgemeinen als Gesellschaft Netze tragen, für die wir nicht wissen, für was sie sind. Herr Stettler, das klingt etwas nach Umkehrschluss. Sie haben gesagt, das Netz ist für uns da. Jetzt stellt sich die Frage, ist das wirklich so? Also sicher mal, spüre ich in diesen Positionen, dass wir da berücksichtigt werden. Ich zweifle ein bisschen daran, ob wir mit 60% Wasserkraft uns als Eigenversorger betrachten können. Da fehlt schon noch ein großes Stück. Plus Photovoltaik, genau. Und da gibt es diese Stunden, wo wir davon genug haben, viel zu viel haben. Da gibt es die Stunden, wo nichts kommt. Mhm. Und das, denke ich, ist die große Herausforderung. Und diese Schwankungen abfedern zu können, das braucht vermutlich noch stärker eben die Verbindung zum Ausland. Weil wir in der Schweiz, wir plädieren wir für den Ausbau der Wasserkraft, aber da sprechen wir von noch plus 2 Terawattstunden, das ist irgendwo plus 6% vielleicht, das ist wenig auf die wegfallenden 23 Terawattstunden Kernenergie. Da kämpfen wir auch dafür, dass wir noch das ein oder andere schöne Projekt realisieren können, aber es wird zunehmend Stunden geben, da haben wir in der Schweiz keine Chance, uns selber zu versorgen. Da denke ich, das ist der Ausbau zentral für die Versorgung der Schweiz. Also, da würde ich jetzt an Swissgrid auch das weitergeben wollen. Ich würde behaupten und unsere Untersuchung zeigen, dass wir mit dem Netz, das wir heute haben, mit diesen NTCs, die wir heute haben, das locker machen können. Den Austausch. Wir brauchen da nicht zusätzliche Kapazitäten. Ich würde dem dezidiert widersprechen und ich wünschte mir, dass Swissgrid hier ganz klare Verhältnisse schaffen kann. Ja. Das haben wir so jetzt nicht berechnet. Wir haben ja immer einen moderaten Anstieg angenommen bei dieser NDC-Festlegung bei der Marktsimulation um etwa 2 Gigawatt Richtung Norden. Einerseits, um eben den Wegfall von Mühleberg-Wetzlar zu kompensieren, aber auch die neuen Kunden, die wir in den Alpen haben. Ich glaube, es könnte schon eng werden, wenn wir diese Kernkraft nicht haben, die neuen Pumpen, dass wir dann bei diesen Winter-Nacht-Situationen genügend Importkapazität haben. Man müsste das nochmals rechnen, aber unsere Annahme war eine moderate Erhöhung. Nicht so weit, wie wir es in der N2E gemacht haben, aber moderat haben wir erhöht. Wir haben gesehen mit dem Sun-Szenario, dass dieser Austausch gegenüber heute oder gegenüber dem Slow Progress etwas höher liegt. Oder dieser Austausch. Ja. Wir diskutieren ja jetzt so Varianten der Szenarien und mögliche Ausprägungen der Szenarien. Matthias Schmidt, einer unserer Gäste, fragt, ist es nicht zu wenig, nur 4 Szenarien sich anzuschauen? Müsste man in dieser unsicheren Zeit nicht eigentlich mehrere verschiedene Szenarien anschauen? Wie beurteilst du das? Eben auf der Zeitachse 10 Jahre, das ist eigentlich schon übermorgen, das ist wirklich nicht weit. Und da haben wir die bekannten Treiber, die wir da am Netz haben werden. Und 10 Jahre weiter sind wir wirklich sehr weit auseinandergegangen zwischen diesem Stagnancy und Sun. Und die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Sun und Slow Progress. Ich glaube, wir haben da das Spektrum schon recht weit gelegt, dass wir Antworten geben können. Darf ich fragen, ob es weitere Fragen Ihrerseits gibt, geschätztes Publikum?
Ja, gerne hier vorne. Besten Dank. Mein Name ist Dore Heim vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Das Stichwort Fachkräftemangel kam ja ganz zu Beginn dieser Tagung. Und es würde mich interessieren, ob Sie Aussagen machen können, was der Arbeitskräftebedarf ist bei dieser Realisierung des Netzes. Herr Dr. Reichelt, vielleicht die Frage an Sie. Nehmen Sie auf, aus der Sicht des Verteilnetzbetreibers, wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Planung, Einholung der Bewilligungsverfahren, Projektierung, Realisierung bis hin zum Betrieb und Regulierungsmanagement. Für das brauchen wir gut qualifiziertes Fachpersonal. Wir haben einzelne Bereiche, wo wir die Leute selber ausbilden. Wir haben den Rest, den wir vom Markt bekommen. Und ich glaube, ich schaue mal in den Saal, hoffe, dass mir meine Kollegen zustimmen. Grosso modo, bis auf wenige Ausnahmen, können wir den Bedarf an Fachkräften aus der Region decken. Also sollte der Netzausbau nicht an Mangel qualifizierter Arbeitskräfte scheitern? Da bin ich ganz sicher, wir werden, wenn das der Fall ist, dann werden wir Mittel und Lösungen finden. Die Kollegen von Swissgrid schreiben gewisse Arbeiten auch aus. Da spielt der Markt, also neben den etablierten Anbietern können auch Drittfirmen diese Leistung anbieten. Also ich denke, das ist nicht der Grund, dass wir diese Ausbauten nicht machen können. Aber es gibt Impulse auf den schweizerischen Arbeitsmarkt. Ich denke, diese Entwicklung wird sicher stattfinden. Staffelbach, ja, ich teile diese Meinung. Es ist, wenn ich schaue, es ist nicht der Flaschenhals liegt nicht in den Fachkräften, sei das Ingenieure oder Leitungsbauer. Ich sehe der Flaschenhals mehr im Bewilligungsprozess. Vielen Dank. Spannendes Thema, wie gesagt, für die nächste Diskussionsrunde. Herr Stetter, Einschätzung BKW-seitig, Fachkräfte. Es wird sich schon abzeichnen mit unserem Ausbildungssystem, dass wir, ich sehe es auch auf Seite der Kraftwerke, dass es uns vermutlich in Zukunft schwieriger fallen wird, Handwerker zu finden mit einer guten Lehre, mit einem Abschluss, die auch bereits im Pikettdienst dann auszuführen, die am Wochenende mal irgendwo im Notfall raus müssen. Da stellen wir schon fest, dass die Erwartungen an einen schönen Job irgendwo sich dann nicht mehr unbedingt decken mit dem, was wir dann brauchen, wenn es wirklich auch mal bei Schnee und Wind und Kälte draußen irgendwo samstags in der Nacht ohne Alkohol im Blut irgendwo was gemacht werden muss. Das ist eine Herausforderung. Ich sehe eher, mein Kritikpunkt vorhin war eher nicht als auch diese Fachkräftemangel, sondern die Erfahrung. Wenn man lange Zeit etwas nicht mehr gemacht hat, dann fehlt uns die Erfahrung. Das haben wir bei den Kraftwerken gesehen, nach auch einer Stagnation, wo die Preise sehr tief waren. Man macht dann einfach Planungsfehler. Planungsfehler im Sinne, dass man zu wenig die Sensibilitäten spürt, auf was man gezielt eingehen muss. Und da denke ich, diese Erfahrung, Netze bauen zu können, neue Netze, nicht Verstärkungen, neue in der Landschaft irgendwo hinzulegen, mit den Bauern am Tisch zu sprechen und da eine Einigung hinzukriegen. Diese Erfahrung, die muss wieder gesammelt werden. Vielen Dank. Eine ganz spannende Frage, mal von einer anderen Richtung. Gibt es weitere Fragen von Ihnen, geschätzte Damen und Herren? Vielleicht noch als Ergänzung. Swissgrid macht in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Fribourg Weiterbildungskurse. Das beginnt bald, wo wir eben das Know-how immer wieder weiter ausbilden. Und diese Gelegenheit gibt es. Also neben dem dicken Buch mit den Plänen wird jetzt ausgebildet und dann als nächstes eben die Härmel hochgekrempelt. Das wäre vielleicht so meine Abschlussfrage in die Runde an Sie alle, geschätzte Herren. Wie geht es weiter? Wir haben jetzt diesen Bericht vorliegen. Der wird jetzt diskutiert, der wird mit verschiedensten Stellen diskutiert. Und was folgt dann aus Ihrer Sicht, Herr Stettler? Ja, aus Sicht der Kraftwerksbetreiber werden wir durch den Ausbau sehr unterstützen und hoffen, dass Sie da diesen Zeitplan einhalten können. Und Ihrerseits, werden Sie sich da als Kraftwerksbetreiber irgendwie in einer Form noch einbringen in diese weitere Diskussion? Wenn wir gefragt werden, auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Vernehmlassungsantwort zu schreiben, werden wir die sicher positiv abgeben. Auch mit dem Zweck natürlich, dass gerade dieses Fundament, das Sie gezeigt haben, dass diese Achse eben auch wirklich rasch ausgebaut werden kann, damit wir unsere milliardenschweren Investitionen auch nutzen können. Vielen Dank.
Herr Klingler, Sie haben es eigentlich bereits schon etwas angetönt. Sie würden gerne selbst nachrechnen. Deshalb wären Sie froh um mehr Transparenz. Ist das Ihr Plan für die, nicht Sie selbst. Ist das Ihr Plan für die nächsten Monate, da nachzurechnen? Nein, also ich denke, ein weiterer Schritt kann noch einmal in Richtung Erhöhung der Transparenz gehen. Ich denke aber auch, die absolute Priorität jetzt bei meiner Arbeit, die besteht bei der Energieeffizienz und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich sehe nicht, die Netze sehe ich da nicht als First Mover, als die zuerst kommen müssen, sondern die das eigentlich nachvollziehen. Und ich denke, wichtig wird sein, dass die Verteilnetzbetreiber auch anfangen, solche Szenarien, vielleicht machen es alle schon, also da muss ich sagen, dass ohne Kenntnis, was passiert, wir hören einzelne Fälle, wo man hört, dass da noch nicht so viel passiert, aber dass auch anfangen, solche Szenarien zu rechnen und innovativ damit umzugehen. Ich denke, das ist die Herausforderung am größten, weil wir wollen die Energieversorgung der Schweiz umbauen, wir wollen die Atomenergie abstellen und erneuerbare Energien hier in der Schweiz produzieren. Herr Dr. Reichelt, Sie sind angesprochen, ist das vielleicht alles schon erledigt, was Herr Klingler fragt, oder ist das Ihr nächster Schritt? Ja, ich kann Sie beruhigen, wir machen uns Gedanken, wir denken auch in Szenarien. Ich möchte Ihnen nur einen Gedanken noch mit auf den Weg geben. Wir haben bislang von Szenarien gesprochen Richtung Sun, eine Abnahme des Gesamtverbrauchers oder eine Reduktion des Nettoverbrauchers durch die zunehmende dezentrale Einspeisung. Sie haben die lokalen Tesla-Batterien erwähnt. Es gibt noch weitere Trends, zum Beispiel das ganze Thema Elektromobilität. Ich glaube, jemand, der bereit ist, diese Kundengruppe, die sich eine Tesla-Batterie in die Garage oder in den Keller stellt, die ist auch bereit, für ein entsprechendes Auto, für diese Elektromobilität Geld auszugeben. Und das sind ganz klare Trends, die für eine Zunahme des Energie- und insbesondere des Elektrizitätsverbrauchs sprechen. Und ich möchte da mein Appell ist, wir dürfen uns nicht von der Hoffnung treiben lassen, wir müssen die Szenarien robust bauen und müssen realistische Szenarien haben, in der ganzen Bandbreite, damit wir vorbereitet sind für die Herausforderungen an die Zukunft. Und in diesem Bereich werden wir natürlich Swissgrid unterstützen. Diese Ausbauprojekte, die Sie präsentiert haben, Herr Schmid, die sind aus unserer Sicht sinnvoll. Es ist so quasi auch das Minimum, wir hätten sogar noch etwas mehr, ich habe es vorhin angesprochen, den Bodensee-Interconnector, den wir durchaus als sinnvoll anschauen. Wir haben auch einzelne Punkte, wo wir Berührungspunkte haben, wo wir auf einem Gestänge gemeinsame Leitungen führen, also hier arbeiten und koordinieren wir ganz, ganz eng. Also so gesehen, denke ich, ist die Swissgrid hier auf dem richtigen Wege. Vielen Dank, Herr Dr. Eigert. Herr Staffelbach, wie sehen Sie die Rolle Ihres Unternehmens in den nächsten Monaten? Also wir haben jetzt dieses Netz 2025 auf dem Tisch. Wir können das mit unserer Planung übereinanderlegen. Und ganz wichtig finde ich, dass wir in diesen gemeinsamen Projekten, die beiden eben wichtig sind, mit der gleichen Priorität, also einer braucht es wirklich dringend, der andere ja so halb dringend, dass wir die mit der gleichen Priorität vorantreiben und realisieren und das in einem guten partnerschaftlichen Verhältnis. Das haben wir bereits heute, da sind wir eigentlich sehr zufrieden und hoffen auch, dass wir das so weiterführen können zum Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Dann Matthias Schmid, deine nächsten Monate. Ich gehe davon aus, ihr geht jetzt mal in die Ferien nach getaner Arbeit und schaut, was alle anderen damit machen. Oder wie geht es bei dir und deinem Team weiter? Ich habe dieses Jahr mit Schrecken festgestellt, dass ich das 20-jährige Dienstjubiläum habe am Platz Laufenburg. Ich hoffe in den nächsten, dass ich nach 20 Jahren dann mit 65 das so das Netz realisiert sehe. Zum Thema Transparenz, also ich würde Herrn Klingler wirklich einladen, noch mehr diese Transparenz zu leben, dass sie auch mal nach Laufenburg kommen und sehen, wie die Leitungen ihre Funktion ausüben. Also da sind wir immer sehr offen. Ein anderer Punkt ist vielleicht diese Leitungen, die wir jetzt da optimieren, verstärken, ausbauen. An die Leitung müssen wir sowieso ran aufgrund des Zustandes. Also dort würden wir dann einfach gleichzeitig noch, wo nötig, die Verstärkung realisieren. Ganz herzlichen Dank für die Einladung seitens Swissgrid zum Dialog, zur Diskussion dieses Berichtes. Ich denke, das ist gleichzeitig auch die Einladung für die Mittagspause, dass man
die Themen noch vertieft. Wir haben noch etliche Detailfragen gekriegt, die den Bericht betreffen. Matthias Schmid, ich könnte mir vorstellen, da wirst du noch ein wenig gefordert sein, die ein oder andere beim Mittagessen zu beantworten. Geschätzte Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Fragen. Ich danke meinen Gästen hier auf dem Podium ganz herzlich für das Mitdiskutieren. Ich glaube, es ist wirklich der Anfang der Diskussion. Und es wäre schön, wir könnten aus dieser Diskussion dann eben auch einen gemeinsamen Nenner finden, eine Überzeugung finden, wie man dieses Netz 2025 realisiert. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen ebenfalls mit einem kleinen Geschenk danken. Herr Stettler, merci vielmals. Ich glaube, einen Applaus haben die Herren auch verdient, oder? Danke. Herr Klingler, danke. Merci vielmals. Jetzt können wir das dürfen annehmen. Merci vielmals, Herr Dr. Reichel. Und Sie, sehr verehrte Gäste, lade ich nun ein zum Mittagessen. Der Steh-Lunch wird draußen stattfinden, wo auch Kaffee war. Wir würden rund 2 Stunden Mittagpause machen. Wir wären um 14 Uhr wieder hier drin. Ich habe es gesagt, wir werden am Nachmittag vor allem über die Umsetzung auch diskutieren. Ich wünsche Ihnen nun viele gute Gespräche beim Mittagessen. Weise Sie noch einmal darauf hin, nutzen Sie vielleicht die Gelegenheit auch für einen Besuch in der Grid Expo. Einen guten Mittag und bis später.